Hallo zusammen, ich bin Felix und ich wurde mit einer sehr seltsamen Allergie geboren. Eine Allergie gegen Staub. Der Staub hatte einen komischen Geruch, der mich immer unkontrolliert niesen ließ. Und als ob das nicht schon komisch genug wäre, stamme ich auch noch aus einer Familie von Detektiven. Meine Urgroßeltern, väterlicherseits, waren FBI-Agenten. Sie hatten einen Sohn, der CIA-Agent wurde und eine andere Agentin heiratete, woraufhin die beiden einen Sohn bekamen, meinen Vater, der ebenfalls CIA-Agent wurde und sich in meine Mutter verliebte, eine Privatdetektivin, deren Eltern ebenfalls FBI-Agenten waren und deren Großvater während des Weltkriegs als KGB-Spion arbeitete. Dann bekamen die beiden mich, den hübschen, und meine Schwester, das hässliche Entlein, das mir gewaltig auf den Sack gegangen ist. Hör auf, mich anzurempeln! Hör auf, so nah bei mir zu sein! Hol dir deinen eigenen Baum! Solange ich denken konnte, hatten Mama und Papa Mode und mich zu Detektiven ausgebildet, so wie die ganze Familie es tat. Mode war ziemlich gut, aber ich war nicht so toll. Ich war sehr ungeschickt und konnte nichts dagegen tun, egal wie sehr ich mich bemühte. Muss ich wirklich ein Detektiv sein? Ich hasse es, Leuten nachzuspionieren. Sag das nicht. Wir vermitteln dir grundlegende Lebenskompetenzen für den Fall, dass jemals etwas Schlimmes passiert. Vertraue nie und nimmer irgendwem. Jemals. Meine Eltern haben niemandem um sie herum vertraut und deshalb hatten wir kaum Freunde. Tatsächlich, als ich meinen ersten Freund fand, verjagte sie ihn mit ihrer ganzen Verrücktheit. Wer gab dir diese Schokolade und schickte dich hierher? Die Mafia? Der KGB? Antworte jetzt. Meine Oma? Nach diesem Tag habe ich ihn nie wieder gesehen und ich war ziemlich wütend auf sie, aber ich bin schnell darüber hinweggekommen. In der Schule liebte ich es, die meiste Zeit an meinem Lieblingsort zu verbringen, im Labor, wo ich Staubpartikel untersuchen konnte, um ein Heilmittel für meine Allergie zu entwickeln. Eines Tages war ich gerade dabei, ein Brainstorming zu machen, als sich ein Mädchen von hinten an mich heranschlich. Hey, was machst du da? Und verdammt, sie war hübsch. Wow, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich bin Felix, sorry. Gott, ich wünschte, der Boden könnte sich öffnen und mich verschlucken. Ich hatte keine Unterhaltungen mit Mädchen, denn das Misstrauen meiner Eltern verjagte alle. Ich bin Diana und ich bin eine neue Studentin. Meine Eltern sind gerade hierher gezogen. Was führt sie nach Cottingwood? Nur die Arbeit. Und womit bist du beschäftigt? Ich habe eine Stauballergie, also versuche ich ein Heilmittel zu finden. Wow, das ist super cool. Darf ich es anfassen? Ja klar. Nach diesem Tag wurden Diana und ich super enge Freunde. Wir saßen nebeneinander im Schulbus und sie winkte mir zum Abschied, wenn der Bus mich an meiner Schule absetzte. Eines Tages war ich auf dem Weg vom Bus nach Hause, als ich Mode an der Tür begegnete. Oh, ich dachte, du wärst Voldemort. Mit diesem Gesicht solltest du dich nicht unter die Leute schleichen. Das muss der Nerd gerade sagen. Und übrigens, wer ist das Mädchen, dem du gewunken hast? Na, sie heißt, das geht dich nichts an. Ich bin von ihr abgehauen, bevor sie noch mehr sagen konnte. Am nächsten Morgen verpasste ich den Schulbus und musste den ganzen Weg zur Schule laufen. Auf dem Weg dorthin begegnete ich Diana. Hey, hast du auch den Bus verpasst? Ja, genau. Scheint, als hätten wir beide Pech gehabt. Wir sind zusammen zur Schule gelaufen, bis wir auf einen mit Diamanten besetzten Miniatur-Weihnachtsmann stießen, der in einem Schauglas mitten auf dem Stadtplatz stand. Was ist denn das? Ah, das ist eine Cottingwood-Weihnachtstradition. Man munkelt, dass der Weihnachtsmann von hier stammt, also wurde das ihm zu Ehren gebaut. Jeder glaubt, dass es der Stadt viel Glück gebracht hat, seit dieses Gebäude errichtet wurde, besonders jetzt, wo Weihnachten naht. Er sieht so wertvoll aus. Ist es sicher, so etwas hier draußen stehen zu lassen? Er wird vom Sicherheitsdienst bewacht, also bezweifle ich, dass er gestohlen wird. Was für eine super interessante Tradition. Ich liebe eure Stadt. Weihnachten hier wird bestimmt super werden. Ja, komm, lass uns gehen, sonst kommen wir zu spät. Diana und ich eilten zur Schule. Und als wir später auf dem Rückweg waren, bemerkten wir eine Menschenmenge, die um die Statue versammelt war, über die wir an diesem Morgen gesprochen hatten. Neugierig fragte ich jemanden, was der ganze Zirkus sollte. Unsere Weihnachtsmann-Reliquie ist gestohlen worden. Wie das? Sie war doch heute Morgen noch hier. Felix hat sie mir gezeigt. Nun, jemand hat sie gestohlen. Dieses Weihnachten wird schlimm werden. Warum sollte jemand den Weihnachtsmann stehlen? Die ganze Stadt war in Aufruhr. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, schienen meine Eltern auch gestresst über die ganze Situation. Das ist noch nie passiert. Wer stellt denn den Weihnachtsmann? Ich wette, es sind die neuen Nachbarn. Es ist kein Zufall, dass der Weihnachtsmann plötzlich verschwunden ist, als sie hierher gezogen sind. Von welchen neuen Nachbarn sprichst du, Mama? Ich hatte wirklich gehofft, dass sie nicht Dianas Familie meinte. Hier!
Mama zuckte plötzlich ihr Handy und hielt es mir ins Gesicht. Zu meiner Überraschung war sie es. Wie hast du bereits ihre Fotos? Als sie eingezogen sind, habe ich einen Hintergrundcheck gemacht. Und weißt du was? Sie zogen von ihrer alten Stadt innerhalb von 2 Monaten weg. Das machen sie so mit allen anderen Städten seit Jahren. Vielleicht haben sie ihre Gründe. Nicht alle sind böse, Mama. Plötzlich tauchte Maud hinter mir auf und betrachtete das Bild auf dem Telefon. Hey, das ist die kleine Freundin. Sie ist nicht mein kleines Irgendwas. Halt die Klappe, Maud. Ich versuchte, Maud zum Schweigen zu bringen, aber Mama und Papa hatten sie gehört und bald war ihre Aufmerksamkeit auf mich gerichtet. Felix, es wird Zeit, dass du auf eine Mission gehst, wie deine Schwester. Deine Mission wird deine Freundin sein. Du wirst deine Freundschaft mit ihr nutzen, um ihre Familie zu untersuchen und Hinweise zu finden, die sie mit dem Raubüberfall verbindet. Was? Ich mache gar nichts und sie ist nicht meine Freundin. Wenn du es nicht tust, müssen wir es selbst machen. Ich konnte das nicht zulassen. Meine Eltern waren super seltsam, wenn sie jemanden nicht vertrauten und sie konnten meine Freundschaft mit Diana zerstören. Ich musste der Mission zustimmen. Diana hinter ihrem Rücken auszuspionieren war wirklich schwer. Ich kam mir vor wie ein schlechter Mensch und jedes Mal fragte sie, ob etwas nicht stimmte, aber ich wusste, dass ich ihr nicht einmal die Wahrheit sagen konnte. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, mir geht's gut, keine Sorge. Eines Tages lud sie mich zum Abendessen mit ihrer Familie ein und ich sagte zu. Das war es doch, was Mama und Papa wollten, oder? Wenn ich Dianas Unschuld beweisen konnte, würden sie sie in Ruhe lassen. Das Abendessen mit Diana und ihren Eltern war lustig. Sie waren ziemlich coole Leute, die wirkliches Interesse an meinen wissenschaftlichen Experimenten zeigten, im Gegensatz zu Mom und Dad. Felix, richtig? Diana sagte, du wärst ein Wissenschaftler und entwickelst eine Art Heilmittel? Wie geht es damit voran? Ich stehe eigentlich kurz vor dem Abschluss. Ich brauche nur noch ein paar Samen für Geisterorchideen, aber die sind hier schwer zu finden. Du hast einfach Glück, mein Kind. Ich habe einige von unserer Reise nach Kuba mitgebracht. Mein Ehemann und ich sind weltreisende Reporter, deshalb sammle ich häufig Souvenirs aus jedem Land, das wir besuchen. Das erklärte Mutters Entdeckung, dass sie in kurzer Zeit von einer Stadt in eine andere umzogen. Ja, wirklich? Das ist ja fantastisch! Nach dem Essen folgte ich Dianas Mutter in ihr Zimmer, um die Samen zu holen und auf dem Weg nach draußen stoß ich auf eine Tür, die mich sehr neugierig machte. Sie hatte ein großes Betreten-Verboten-Schild. Ich fragte mich, was da drin war, aber als ich die Tür öffnete, wurde ich von einer Staubwolke angegriffen. Meine Allergie schlug zu und ich begann unkontrolliert zu niesen. In diesem Moment kam Diana zu mir herein und rannte zu mir, um mir zu helfen. Oh, Felix, was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Sie sah sich um, bis ihr Blick auf den offenen Raum vor uns fiel und sich mit einem Stirnrunzeln zu mir wandte. Hast du in meinem Haus herumgeschnüffelt? Ich kann das erklären. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann? Du denkst, ich habe ihn gestohlen? Du bist ein Idiot, Felix, und ich will, dass du mein Haus auf der Stelle verlässt. Sie hatte einen wirklich wütenden Gesichtsausdruck, den ich noch nie gesehen hatte, und ich musste gehen. Als ich rauskam, hörte mein Niesen auf und ich fühlte mich ein wenig besser, also ging ich nach Hause, beschämt und wütend auf meine Eltern, weil sie mir eine weitere Freundschaft ruiniert hatten, aber das soll das letzte Mal gewesen sein. Als ich nach Hause kam, warteten meine Mutter und mein Vater mit erwartungsvollen Gesichtern auf mich. Und, wie war's? Hast du etwas Belastendes gefunden? Gott, sie fangen echt an, mich zu nerven. Nein, ich habe nichts gefunden und dank euch wurde mir eine weitere Freundschaft ruiniert. Schatz, lass mich in Ruhe. Ich bin hoch in mein Zimmer gerannt. Am nächsten Tag, als ich in die Schule kam, suchte ich Diana und fand sie in der Cafeteria, allein an einem Tisch und sprach sie an. Diana, wegen gestern, es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht in deinem Haus herumschnüffeln. Es tut mir auch leid, dass ich dich so angeschrien habe. Das wollte ich nicht. Es ist nur so, dass der Raum, den du geöffnet hast, ein alter Keller mit einem Nagertierproblem von den Vormietern ist. Und wir wollten nicht, dass ein Befall ins Haupthaus kommt, bevor die Schädlingsbekämpfer kommen können. Ah, okay, ich verstehe. Ich hasse Ratten. Ja, oder? Sie sind so winzig und lästig. Diana und ich versöhnten uns und wurden unzertrennlich. Sie kam immer zu mir. Vater und Mutter sagten nie etwas darüber. Ich vermutete, dass sie nach meinem Verhalten an diesem Tag ziemlich reumütig waren. Aber Maud, sie war eine ständige Nervensäge und hatte immer etwas zu nörgeln. Oh, sieh mal, da sind der Streber und seine Freundin. Was treibt ihr zwei dieses Mal? Lass mich in Ruhe, Smeagol. Nichts hier ist für dein kleines Hirn bestimmt. Maud lachte, als sie eine Tube von Chemikalien nahm, die ich gerade gemischt hatte und daran schnupperte.
Hm, riecht wie Vanilleeis. Ich frage mich, wie es wohl schmeckt. Nein, nein, Mode, das ist mein Antiallergikum und es ist noch in Arbeit. Nein, nicht! Bevor ich meinen Satz beenden konnte, nahm Mode einen kleinen Schluck und Diana und ich starrten sie neugierig an. Geht es dir gut, Mode? Du solltest das nicht trinken, ich war noch nicht fertig damit. Beruhige dich, Albert Einstein. Es war nur ein Schluck. Was riecht hier so? Plötzlich wurde Modes Nase rot und sie begann zu niesen. Was für ein Geruch? Dieser furchtbare Geruch. Igitt, ich muss hier raus. Mode stürzte aus dem Zimmer und den ganzen Tag über, wann immer sie in meiner Nähe oder in meinem Zimmer war, musste sie wie verrückt niesen. Das führte dann dazu, dass sie begann, mich zu meiden und behauptete, dass sie allergisch gegen mich sei. Typisch Mode. Und daraufhin wurde ich damit beauftragt, ein Gegenmittel für sie herzustellen. Während der Woche war ich so mit der Entwicklung der Gegenmittel beschäftigt, dass ich Mamas und Papas Anwesenheit in meinem Zimmer überhaupt nicht bemerkte. Oh, ich hab euch beide gar nicht gesehen. Schatz, deine Mutter und ich haben überlegt, wie wir zeigen können, wie leid uns dieser Tag tut. Warum lädst du nicht Diana und ihre Eltern zum Mittagessen ein? Wir würden gerne unsere Nachbarn besser kennenlernen. Wirklich? Ja, Felix. Ich denke, es wird für alle ein großer Moment der Verbundenheit sein. Ich rief Diana aufgeregt an und fragte, ob ihre Eltern mit meinen zum Mittagessen. Sie fragte schnell nach und sie stimmten alle zu kommen. Während des Mittagessens konnte Mode wegen ihrer Felix-Allergie nicht kommen, aber die Gespräche liefen trotzdem gut, bis Mom und Dad ein wenig aus dem Rahmen fielen und anfingen, seltsame Fragen zu stellen. Mir gefallen die Diamanten an deinem Hals. Sie erinnern mich an einen gewissen diamantbesetzten Weihnachtsmann. Woher hast du sie? Hast du jemals etwas genommen, das dir nicht gehört? Zum Beispiel eine Weihnachtsmannstatue? Da wurde mir klar, was sie vorhatten. Als Dianas Vater in die Tasche griff, um sein Handy herauszuholen, sprangen Mom und Dad plötzlich über den Tisch, der vor ihnen stand. Ich wusste es doch. Du bist ein Dieb. Du stiehlst Besteck, oder? Was? Ich versuche nur, mein Telefon herauszuholen. Also, deshalb hast du uns eingeladen? Damit du und deine Eltern uns blamieren? Komm schon, wir verlassen dieses alberne Haus. Diana und ihre Eltern verließen wütend das Haus und ich stand Mama und Papa gegenüber mit einer Enttäuschung im Gesicht geschrieben. Schatz, wir wollten nicht so weit gehen, wir wollten nur sicher sein. Spar dir das. Ich habe es satt, dass ihr immer alles kaputt macht. Ich wollte nichts mehr von ihren Ausreden hören. Ich brauchte etwas Freiraum, also ging ich aus dem Haus und schlenderte die Straße hinunter und war in meinen Gedanken. Aber während ich lief, sah ich leere Läden und Menschen, die sich zusammenkauerten und flüsterten. Was war jetzt los? Ich ging auf einen freundlich aussehenden Ladenbesitzer zu und erkundigte mich. Hey, bitte, haben Sie eine Ahnung, was hier los ist? Leben Sie unter einem Stein? Jemand klaut seit Wochen in unserer Stadt. Zuerst den Weihnachtsmann und jetzt unsere Waren und persönlichen Gegenstände? Etwas muss getan werden, sonst wird Weihnachten für uns alle schrecklich. Okay, das war ernster, als ich dachte. Ein Seriendieb war in meiner Stadt unterwegs. Ich habe auch bemerkt, dass an der Stelle, wo der Weihnachtsmann gewesen war, einige Blumen wuchsen. Es waren nicht einfach nur irgendwelche Blumen, es waren Geisterorchideen. Genau wie die, die Dianas Mutter mir geschenkt hatte. Aber das würde ja bedeuten, dass... Oh nein, ich konnte es nicht ertragen, daran zu denken. Ich kehrte um und schlenderte völlig verwirrt nach Hause. Als ich an diesem Abend an Modes Zimmer vorbeikam, bemerkte ich, dass sie schlimmer aussah als zuvor und sie tat mir allmählich wirklich leid. Hey, Mode, brauchst du Hilfe? Geh weg! Dieser Geruch, er ist überall! Als ich mich umdrehte, um zu gehen, bemerkte ich die Geisterorchideensamen auf ihrem Tisch und den Weihnachtsmann, der sich in einer offenen Schublade versteckte. Mode, was ist das? Fragte ich, als ich die Statue aufhob. Ich hab sie. Sie. Ich kann's erklären. Und das hier? Felix hat sie. Ich war sprachlos, weil mir eine Menge Gedanken durch den Kopf gingen. Mode nieste immer heftiger, sodass sie nicht mehr richtig sprechen konnte und ich musste den Raum verlassen und zurück in meinen gehen. Ich saß an meinem Tisch und war frustriert. Irgendetwas stimmte nicht und vieles passte nicht zusammen. Das spüre ich bis in die Knochen. Seit wir Kinder waren, hatte Mode nie einen Grund zum Stehlen gehabt. Warum also jetzt? Ich stand von meinem Schreibtisch auf und fand dann Mama und Papa im Wohnzimmer vor. Mom, Dad, wir müssen miteinander reden. Wenn es um das Abendessen geht? Nein, das ist es nicht. Es geht um den Dieb. Ich habe den Weihnachtsmann und Dianas Orchideensamen in Modes Zimmer gefunden. Unser kleines Mädchen ist keine Diebin. Genau. Ich habe darüber nachgedacht und mein Bauchgefühl sagt mir, dass da draußen jemand versucht, Mode oder Dianas Familie etwas anzuhängen. Die Person denkt, sie sei schlau, aber wir sind Detektive und wir sind schlauer.
Meine Eltern sahen überrascht aus, aber ich konnte es ihnen nicht verdenken. Ich dachte, du magst es nicht, ein Detektiv zu sein. Naja, ich wollte nur, dass du und Mama mir eine Atempause gebt. Oh, Schatz, das hättest du einfach sagen sollen. Und im Ernst, das mit dem Essen tut uns diesmal wirklich leid. Mama und Papa haben sich immer wieder entschuldigt und nach einer Weile haben sie ein paar UV-Lampen für die Untersuchung geholt. Wir begannen mit Modes Zimmer und suchten nach Handabdrücken und Fußabdrücken in der Dunkelheit. Ein Schuhabdruck, der zu niemandem gehörte. Das ist unser erster Anhaltspunkt. Wir werden den Schuhabdrücken folgen. Ich bin gleich wieder weg, Mode. Ich möchte mitkommen. Das musst du nicht. Egal, was ich gesagt habe, Mode hat darauf bestanden und wir hatten keine andere Wahl, als zuzustimmen, weil Mode immer das tat, was sie wollte. Als wir das Haus verließen, ließ Modes Niesen nach. Wir begannen den Fußspuren bis zu Dianas Haus zu folgen. Dianas Haus? Wir haben Diana und ihre Familie gerade dabei erwischt, wie sie ihre Sachen aus dem Haus in einen großen Lieferwagen gepackt haben. Diana, warum zieht ihr so spät in der Nacht noch um? Sie wich meinem Blick schuldbewusst aus und Mode musste wieder 10-mal niesen. Dieser Duft, er ist hier so unglaublich stark. Es erstickt mich. Ich muss gehen. Und da wurde mir klar, dass Mode nicht gegen mich allergisch war. Sie war allergisch gegen Diana. Der einzige Grund, warum sie dachte, sie sei allergisch auf mich, war, weil Diana oft in meiner Nähe war, sodass ich etwas von ihrem Duft aufgenommen hatte. Diana, warum ist Mode allergisch auf dich? Hast du mit meinem Gegengift herumgespielt? Ja, ich habe dein Gegengift mit meinem Duft vermischt. Es war nicht für Mode, es war für dich bestimmt. Ich wollte, dass du dich von mir fernhältst. Ich bin ein schlechter Mensch. Aber was? Plötzlich schrie Mama auf. Oh mein Gott, ihr seid die Diebe! Ich konnte zusehen, wie Mom auf die Ladefläche des Lieferwagens schaute, in den Dianas Familie ihre Sachen lud. Darin befanden sich eine Menge gestohlener Gegenstände von den Einwohnern der Stadt. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ihr seid die ganze Zeit die Diebe gewesen und ihr habt mich reingelegt. Es tut mir so leid, Felix, aber ich habe dich nicht reingelegt. Meine Tochter hat eine Krankheit namens Kleptomanie. Sie kann nicht aufhören zu stehlen und das ist der wahre Grund, warum wir nie lange in einer Stadt bleiben. Ich war diejenige, die die Beweise in Modes Zimmer platziert hat. Deine Eltern waren mir auf der Spur. Wir wollten heute Abend alles zurückgeben, bevor wir in eine andere Stadt fahren. Ich starrte Diana an und sie sah wirklich traurig aus. Ich hatte Mitleid mit ihr. Ich rückte näher und nahm ihre Hand. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du eine Erkrankung hast, Diana. Du hättest es mir sagen sollen. Ich habe mich so geschämt. Deine Eltern mochten mich nicht besonders. Was wäre gewesen, wenn du auch aufgehört hättest, mich zu mögen? Das wird nicht passieren. Es gibt einen Grund, warum ich mich immer für dich eingesetzt habe. Und zwar, weil ich glaubte, dass du anders und besonders bist. Oh, Felix, ich habe so ein Glück, einen Freund wie dich zu haben. Diana umarmte mich, bevor sie sich zu ihren Eltern umdrehte. Papa, Mama, es tut mir leid, dass ich ein schwieriges Kind war. Ihr wart immer an meiner Seite und ihr seid die besten Eltern überhaupt. Na los, komm her, Schatz. Diana umarmte ihre Eltern und der Moment war so leidenschaftlich, dass mir fast die Tränen kamen. Papa und Mama gingen auf Dianas Familie zu und sahen reumütig aus. Es tut uns auch leid, dass wir Ihnen den Aufenthalt in Cottingwood unangenehm gemacht haben. Bitte verreisen Sie nicht. Ihre Tochter kann hier Hilfe bekommen. Wir kennen eine gute psychiatrische Einrichtung. Dianas Eltern akzeptierten Dads Angebot und am nächsten Tag halfen wir ihnen bei der Rückgabe aller gestohlenen Sachen. Wir brachten auch den Weihnachtsmann zurück und in einer Woche war ich auch mit meinem Gegengift fertig. Nachdem ich es getrunken hatte, ging es Mode und mir besser. Es hat funktioniert. Ich schätze, wir werden zur Abwechslung einen Wissenschaftler in der Familie haben. Ich bin stolz auf dich, Bruder. Ich danke dir, Mode. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich wurde endlich in meiner Familie akzeptiert und ich denke, das war das beste Weihnachten jemals. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Nach den Festtagen ging Diana in die psychiatrische Anstalt und ich blieb in Kontakt mit ihr. Als ich sie eines Tages besuchte, hatte sie mir eine Überraschung zu zeigen. Ich wurde gebeten, die besonderste Person oder Sache in meinem Leben zu zeichnen. Oh, cool. Und was hast du gemalt? Wow, Diana, das ist wunderschön. Warte, bedeutet das, dass ich dein besonderer Mensch bin? Diana nickte schüchtern und dann küsste sie mich auf die Wange. Ich wurde rot und dann nahm sie meine Hand und zog mich näher zu sich ran. Du bist auch etwas ganz Besonderes für mich, Diana.